Hallo und willkommen bei Marius. Wie wir gut sehen können es heute bestes Raubvogelwetter. Bei uns kommen jetzt auch nur noch die Witwerweibchen nach draußen. Alle anderen Tiere bleiben im Schlag. Sie tun sich wegen der Raubvögel schwer, nach draußen zu gehen. Aber wenn sie erstmal draußen sind, dann, wie man sieht, trainieren sie auch zügig voran. Wir haben nicht mehr viele alte Weibchen dabei, was auch ein Grund sein dürfte, weshalb die Weibchen ganz gut trainieren. Auch die diesjährigen Witwerweibchen kennen es halt einfach nicht anders. Da sie sich ja noch gut daran erinnern können, wie es war, als sie im Jüngteschlag waren. Die wenigen zwei, drei älteren Weibchen werden einfach mitgezogen. Die sonst oft gerne auf dem Dach am Hocken waren. Aber damit ist jetzt Feierabend. Also ich meinte damit, als es noch mehr ältere Weibchen waren. Haben sie sich gegenseitig runtergezogen aufs Dach. Das machen die Jungen nicht. Also mit Jungen meine ich jetzt, sagen wir mal, bis 3 Jahre alt. So, ein kurzer Einblick. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.